Seite, wenn man mal selbst sowas unternimmt, man könnte, dass wenn man mal für einen Fotografen oder Maler oder sowas fragt und sagt, das ist eigentlich in Ordnung, wenn ich meine Arbeit in der Richtung überprüfe, die meisten völlig easy sind. Also im Grunde genommen ist es sogar aus meiner Sicht völlig sinnlos, da einfach drauf loszuarbeiten. Mal kurz irgendwo eine E-Mail schreiben, das ist ja auch so einfach geworden heutzutage, und sagen, hör mal, darf ich das vielleicht irgendwie umsetzen? Tut ja niemandem weh. Das Schlimme ist auch, was sind Copycats? Wenn zum Beispiel jemand kommt, nehmen wir mal an jetzt Heath Fletcher. Wenn ich den aus, das Bild wurde schon mal tätowiert und dann kommt derjenige mit demselben Bild wieder, dann, ja klar, das kann man auch wieder tätowieren, weil da gibt es ja keine Copycat, aber man nimmt halt die Vorlage und nicht das Tattoo und versucht dann dasselbe Bild irgendwie in seinem eigenen Stil zu kreieren. Da, denke ich, ist die Waagschale zu beachten, was ist Copycats und was nicht. Ne? Das ist ein anderer Punkt, da wird ja oft drauf angesprochen. Ne? Es gibt die Möglichkeit der sogenannten freien Verwendung, das setzt aber voraus, dass ein bestehendes Werk zwar verwendet, aber so weit umgestaltet wird, dass im Ergebnis das alte Werk hinter dem neuen mehr oder weniger vollständig zurücktritt. Das heißt, es darf also im Ergebnis dann nur noch vielleicht aber der Werkkern von Übrigen zeigen. Das gibt natürlich Einzelfälle, wo das funktioniert. Wenn ich zum Beispiel irgendwo ein bestehendes Foto in den Gesamtkontext einbinde, wo von dem Foto im Ergebnis so starke Verfremdungen vorgenommen werden oder es in einem Gesamtkontext so weit untergeht, dass es eigentlich nicht mehr wesentlich als eigenständiges Werk hervortritt oder sowas, dann kann das im Einzelfall eben wirklich freie Verwendung sein, die auch keine Urheberrechtsverletzung darstellen, das darf ich. Ne? Und da muss man nur als Tätowierer aufpassen, dass ich das Ursprungswerk wirklich ausreichend Verfremdung verarbeite, um da eben nicht in Verletzungshandlung einzugehen. Das Schwierige ist halt, dass das keine strengen Abgrenzungskriterien gibt, sondern immer so eine Wertungsfrage ist. Hat jemand ein Motiv, das du gestochen hast, nachgestochen? Ja, also ich kriege ja öfters, dass es Copycat gibt, ist nichts Ungewöhnliches, aber in dem Fall war es halt so eine mega dreiste Aktion. Ich hatte eine Idee, halt so ein Wonnedu quasi, so einen Kriegselefanten zu machen und das gleich als Rückenmotiv auch zu konzipieren. Und habe das dann eben auch hochgeladen und in der Hoffnung, dass sich dann jemand meldet. So. Und dann, genau, hat das eine Kundin von mir bekommen aus München und die hat sich halt auch mega gefreut, dass sie das Motiv von mir bekommt. Und da haben sich eben auch einige andere halt darauf gemeldet, die das haben wollten, und unter anderem halt auch die Person, die das dann quasi sich auch tätowieren gelassen hat. Aber eben von irgendeinem Dorftätowierer. Mir haben mega viele Leute darauf geschrieben, so, was ich damit jetzt machen will, wie man damit umgeht. Und also in erster Linie hat es mir für meine Kunden mega leid getan, weil sie ein einzigartiges Tattoo halt bekommen hat und es einfach jemand geklaut hat von mir. Also man sieht halt im eigenen Laden, wie viel Aufkundschaft aber einfach reinkommt und eins zu eins die Tattoos halt haben wollen. Das macht man halt einfach nicht, aus Respekt vor Kollegen. Und aber genauso viel wie es Summe einfach Kunden, sage ich jetzt mal, gibt, Menschen, gibt es halt auch Tätowierer, denen es halt scheißegal ist, was sie dann tätowieren. Hauptsächlich kriegen Kohle oder machen es sich einfach, müssen nichts zeichnen, können gleich zack anfangen zu tätowieren und sitzen nicht wie ich da einfach ein paar Tage an so einem Motiv und überlege mir, wie kann ich das umsetzen. Das liegt ja dann auch ein bisschen an dem Kunden, ne? Die kommen dann bei euch auch so rein und sagen, der Kunde, es liegt nicht an dem Kunden, es liegt daran, wenn dann die Beratung im Studio fehlt, die Professionalität, darauf spiele ich an, weil der Kunde, die Kunden weiß das selber, die meisten wissen gar nicht, was abgeht. Das heißt, es ist wichtig, den Leuten eine ordentliche professionelle Beratung zu liefern, die über den Tellerrand hinausgeht. Das heißt, dass der Kunde erstmal das breite Spektrum erkennt, was möglich ist. Und dass der dann sein eigenes Motiv bekommt, das wird den Kunden viel mehr erfüllen. Man muss es ihm nur richtig verkaufen, damit er am Ende auch zufrieden ist. Aber so ein Tattoo zu kopieren, das sollte man ihm auch dann mitgeben, dass das nicht machbar ist. Oder im Studio lehnt man es dann ab, wenn er es doch haben will. Ich hatte auch den Fall, dass beharrlich dran geblieben wurde, nein, es muss so sein, es muss so sein. Und die Leute gehen dann halt und müssen sich das von jemand anders machen lassen. Weil ich würde mir das doch nicht auf, derjenige zu sein, der das dann macht, das sieht sich doof an. Tätowiermagazin. Ab sofort im Handel und im App Store.